dann nochmal zwischendurch zwei Tage. Und sonst viel an Kleinigkeiten gearbeitet, den Gegner sehr gut vorbereitet. Und das ist DJ Seeley. Ein offener Wurf für Harper Kent. Mark Smith, der bisher vor allem als Bälleverteiler auftritt, jetzt mal übers Brett von der Mittellinie. Und Cash Winston bekommt sofort den Zorn zu spüren von Andrea Trinchieri. Giffey mit Größenvorteil, deswegen das Doppeln. Die Göttinger spielen das aggressiv und sind dann in der Rotation ein bisschen München gegen Berlin. Die A mehr Belastung haben. Das ist ein schöner Korb von Cassius Winston. Bonga. So ist der Ball an die Göttinger. Bonga. Smith attackiert gegen Gillespie. Der schwierige Wurf für ihn. Bonga mit Größenvorteil. Göttinger sind aggressiv. Die Defensive zieht sich sehr zusammen. Rubit. Ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Sie. Hammonds mit dem Block, jetzt 2 gegen 1. Frey versucht das allein zu lösen, Rubit hat den Ball. Und Giffey ist schon wieder vorne. Und diesmal kein Korbleger, sondern auf Nummer sicher. Seeley. Extra Pass Giffey. Gillespie mit dem Block, Gillespie mit dem Roll. Und dann der schöne Pass auf Giffey. Um einfach diesen Spielplan, der so viele Spiele in sich hat, zu entzerren. Ich bin mal gespannt, was die Rashawn Hammonds, 16 Topscorer der Göttinger. Randall mit 14, Mark Smith 10. Auf Bamberg. Das waren die letzten Punkte. Trinchieri winkt ab. 105 zu 74. Eine Klatsche für die Göttinger, die heute im Audi-Dom. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.